Ein sonniges Willkommen zu Folge 100 von Gnomaria mit Mods. Ja, ich hatte ja ein bisschen was angekündigt, dass ich was versuchen wollte. Wenn das alles geklappt hat, kommt das nach dieser Folge. Bisschen Geduld. Jetzt erstmal eine ganz reguläre Folge, auch wenn es Folge 100 ist, was ich mir so überlegt habe und so. Das seht ihr dann danach. Das sollte dann kurz nach dieser Folge online kommen. also falls ihr das in Playlist seht, seht ihr es sowieso dann wahrscheinlich gleich im Anschluss. Wenn ihr nicht die Playlist benutzt, dann ja, achtet darauf. Da kommt dann irgendwie 5 bis 10 Minuten wahrscheinlich, nachdem diese Folge zu Ende ist, nochmal ein kleiner Nachsatz. Eine extra Folge, ich wollte das nicht hier mit reinmachen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich hatte ja das Problem, dass hier der Bogenschütze oftmals nach vorne gegangen ist. Wir haben ja jetzt auch letztes Mal wieder einen Bogenschützen dadurch verloren. Und zwar könnte die Problematik einfach sein, dass wir nicht genug Pfeile haben. Ich gucke jetzt nochmal nach, deswegen. Ob das jetzt tatsächlich daran liegt. Ich weiß, ich hatte ja teilweise so unterteilt in die Granit- und die Bronze-Arrows. Also eigentlich müssten genug da sein. Aber es könnte einfach daran liegen, dass aus irgendeinem Grund die Granit-Arrows nicht aufgenommen wurden oder so. Ich weiß es nicht so genau. Mal gucken. Der hier hat im Equipment den hier und hat genug Arrows dabei. Wie sieht es mit ihm aus? Equipment hat an und für sich auch genug Arrows. Und wie viele tragen die jeweils mit sich rum? Der Large Quiver, der, wie viel hat denn der Platz? Für wie viel? Der Large hat für 32. Ja, eigentlich haben wir genug. Also, wir hatten zu wenig von den guten Pfeilen tatsächlich, das stimmt. Also von den... Die müssten jetzt hier tatsächlich auch Granit mit sich rumtragen. Also daran sollte es eigentlich auch nicht gelegen haben, dass sie nach vorne gerannt sind. Also, ich weiß es nicht so genau. Aber ich wollte sowieso ein bisschen was umbauen. Damit können wir jetzt mal gleich anfangen. Und zwar, was ich gerne bauen würde, wäre hier vorne ein kleiner Verteidigungstower. Ein kleiner Bogenschützentower. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Da würde ich dann hier gerne einen Tower bauen. Nach unten mit Verbindung, sodass unsere Bogenschützen dann unten hier dann entlang, ja, wir ihnen einen Tunnel machen. Und zwar sozusagen beginnend von hier aus. Und obendrauf können sie dann stehen und schießen. Dann sind sie nämlich absolut safe. Und in der Stufe darunter, da können wir dann die Munition lagern. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Und wir könnten vielleicht so schneckenförmig oder sowas sogar den Weg der Gegner drumherum bauen. Fände ich ganz geil. Müssen wir mal gucken, wie das klappt, weil wir müssen ja andererseits auch gleichzeitig dafür sorgen, dass die Gegner nicht zu früh auf die Felder gehen, ne? Also auf die zu früh entdeckt werden, weil sonst unsere Gnome ja nach vorne rennen. Wir müssen mal gucken, wie wir das am günstigsten machen. Also ich habe überlegt, den Turm halt ungefähr hier hinzubauen. Ich müsste das jetzt anfangen auszumessen. Ist natürlich ein bisschen problematisch, weil ich dann hier in dem Bereich auch bauen muss. Und da müssen wir dann gucken, wie wir das safe hinkriegen. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Also ich hätte gerne eine Reihe, wo sie nochmal langlaufen können. Das heißt, hier wird dann wahrscheinlich... Oh, Merchant ist da. Hier eine Reihe an, sag schon hier, von diesen Zäunen halt lang. Und dann sozusagen um den Turm herumführen. Jetzt muss ich mir mal angucken, wie groß dieser Turm überhaupt werden muss. mal gucken. Wir bräuchten ein 5x5 Feld, damit wir das Ding wieder oben drauf setzen können. Na? Ich bräuchte hier, will ich einen Zaun hinsetzen, dann hätte ich hier gerne nochmal einen Gang. Das heißt, der Turm müsste hier beginnen. Der könnte theoretisch ab hier beginnen. Das wäre dann so in dem Bereich hier. Da könnte ich, Moment, dann nehme ich das hier nochmal weg. Da muss ich jetzt ein bisschen planen. Theoretisch wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich an der Stelle jetzt,
das Spiel pausieren würde, damit ich nicht mit Angriffen oder sowas zu tun habe. Aber ich denke mal, wenn wir langsam laufen lassen, können wir währenddessen parallel ruhig weiterbauen. Ich gucke jetzt trotzdem mal ganz kurz. Wir bräuchten wieder Eier. Achso, hier war ja immer noch der Typ wahrscheinlich dabei, hier die ganzen Seeds und sowas nachzulegen, ne? Na gut, jetzt ist er wenigstens auf 31 da. Und hier ist er auch durch soweit. Aber trotzdem rennt er doch andauernd wegen jedem einzelnen Seed. Ah, jetzt hier. Jetzt wird da endlich mal wieder ein Emu zum Eierlegen gebracht. Dass die vorbeikommen müssen, um Eier zu legen, finde ich ein bisschen merkwürdig. Also bei den Yaks versteht man es ja irgendwie, dass die keine Milch ohne Helfer geben. Aber bei den Emus mit dem Eierlegen ist es, naja, merkwürdig. So, ich komme hierhin zurück. Ich arbeite jetzt mal mit Abstand halt dann so ein bisschen hier. So, also alleine den Bereich bräuchten wir ja schon nur um halt hier den Bereich zu haben. Und dann müssten wir halt noch ein bisschen größer werden, um ja unsere Treppe zum Beispiel nach oben und nach unten zu haben. Das heißt, ich würde dann auch noch so. Ich bräuchte auch noch, sagen wir mal, zwei Felder mehr. Also bis hierhin in etwa. Den Bereich müsste ich umbauen. Das heißt, hier würde ich jetzt eine Mauer drumherum ziehen und hier unten ein Loch runtergraben. So, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob es auf Dauer eine gute Idee ist. Aber ehrlich gesagt, da mache ich jetzt mal die Minecraft-Methode. Ich probiere es und gucke, was bei rauskommt. Und wenn nicht, na dann reiße ich sie da ab. So, irgendwann muss man ja mal Sachen probieren, von denen man gar keine Ahnung hat, ob sie so gut sind, wie ich sie mir überlege. Und das ist jetzt halt die Gelegenheit. Das fängt jetzt an. So, das heißt, in dem Bereich würde ich dann jetzt eine Mauer hochziehen. So, gucken wir mal hier. Da brauchen wir natürlich dann wieder unsere Blockwall. Granite Blocks. So. Zack. So. Ich lasse hier unten erstmal noch einen frei, damit wir reingehen können. Ehrlich gesagt, dann bin ich ja soweit mit der Vorbereitung fertig. Dann kann ich das hier wegnehmen. Tatsächlich werde ich dann auch dafür sorgen, dass unsere Bogenschützen unterirdisch auch dann gleich ihre Schlafstätten haben, damit sie möglichst kurze Wege haben. Das heißt, den einzigen langen Weg haben sie dann, ist, wenn die Bogenschützen essen gehen müssen. Das ist dann ein langer Weg. Da müssen sie dann hier runter, hier durch. Und ja, das dauert dann halt ein bisschen. So, den Punkt, den ich mir vorgenommen habe für die Treppe nach unten, das wäre dann der Punkt hier hinter, also da, wo ich jetzt offen gelassen habe, der direkt dahinter. Ich zeig das mal ganz kurz. Das wäre dann das hier, müsste das sein, ne? Das ist die gleiche Höhe, dann müsste das der hier sein. Mal gucken, ob ich da jetzt das Richtige erwischt habe. Das sehen wir dann gleich. Ja, das sieht gut aus. Und den verbinden wir dann gleich. Dann kommt hier natürlich noch eine fest hingesetzte. Ach so. Ja gut, dann hätte ihn wahrscheinlich lieber hier drüben hinsetzen sollen, vom Aussehen her. Aber gut, die Treppe, die wir jetzt noch hinbauen müssen, die bauen wir halt hier hin. Wo haben wir so? Stairs up. Wir nehmen ruhig Blockstairs diesmal. Granite Block. So, kommt hier hin. Einfach damit das Aussehen ähnlich gehalten ist. Das ist jetzt eine gute Frage. Hier müssen auch nochmal ein Floor drauf, oder? Hier auch. Ich denke. Werden wir gleich sehen. Müsste auf jeden Fall. Also ich bin mir ziemlich sicher eigentlich. So, dann könnte ich hier trotzdem auch schon mal die Blockwall dann doch zumachen. Da. Und hier unten
So. Dann mache ich hier einen kleinen Raum frei. Und dann ziehe ich das hier rüber. Von hier eine Verbindung. Oh, dann habe ich ja gut getroffen. So, Ziel ist es, wie gesagt, halt dafür zu sorgen, dass die gar nicht mehr in Nahkampf geraten können. Weil das können sie einfach gar nicht eigentlich. Weil sie müssten ja, also selbst wenn sie dann unbedingt sich in den Nahkampf stürzen wollen, warum auch immer sie das tun sollten, entsteht dann halt der Defekt, dass sie wenigstens einmal quer durch die Siedlung müssen und der Kampf schon ordentlich im Gange ist und sie, wenn ich Glück habe, wenigstens keine Agro ziehen. Aber so war ja das Problem, dass der aus irgendeinem Grund teilweise nach vorne gerannt ist und erst mal der Erste war, der auf die Fresse gekriegt hat. War halt nicht so geil. Und da möchte ich halt ein bisschen was dran ändern. So, jetzt sind wir in der Stufe da drüber. Das heißt, jetzt sehen wir tatsächlich von oben da drauf. Und hier müssen wir jetzt natürlich einen Floor setzen. Nee, den müssen wir wirklich bauen. Das heißt, das ist das hier, Terrain und Floor. Dann nehme ich jetzt natürlich wieder den Blockfloor und wieder den Granitblock. So. Das müsste dann hier eigentlich richtig sein. Und da ich hier bauen kann, müsste auch das mit meiner vorherigen Aussage stimmen. Und hier oben kommt dann einfach der Trainingsbereich drauf. Und hier, das wird sowieso alles jetzt nochmal überarbeitet dann gleich. Da muss ich dann gucken, wo dann unsere Gegner wen abfangen können und so. Wo ich, ob ich dann halt auf den Wegen tatsächlich weiterhin dann die Bandagen habe oder wie ich das dann mache. Da muss ich dann gucken. Vielleicht lasse ich das auch erstmal noch so hier mit den Bandagen und so. Und habe jetzt erstmal nur dafür gesorgt, dass die Bogenschützen in Sicherheit sind. Vor allem, ich möchte eigentlich dann jetzt auch gucken, dass ich auf die Blunderbuss-Schützen umwechsle. Dann verlieren die hier zwar wieder sozusagen ihren Bow, das nutzt ihnen dann nichts mehr. Aber ich denke, es ist trotzdem eine gute Sache, wenn die statt dem Bow dann halt die Blunderbuss machen, weil der soll nochmal deutlich mehr scheppern, wenn wir den aus Stahl herstellen vor allem. Und wir werden dem dann zwar trotzdem erstmal keine Stahlkugeln geben, weil dafür haben wir einfach zu wenig Stahl. Apropos, was macht unser Blacksmith? Oh, warte mal, erstmal hier gucken. Was hast du denn zu verkaufen? Achso, und mir hatte auch der Andreas, glaube ich, nochmal geschrieben, weil ich meinte so, hä, warum dauert das so lange, wenn ich hier schließe und öffne? Naja, immer wenn wir das neu machen, dann kontrolliert das Programm teilweise nochmal sicherheitshalber, was ist denn alles da, was liegt denn in den Stockpiles und kontrolliert halt nochmal, muss es halt teilweise nochmal neu zusammenrechnen wohl, beziehungsweise sich zumindest die Zahlen aus den einzelnen Bereichen holen. Und da das halt immer mehr Sachen werden, dauert es natürlich auch immer länger, dann tatsächlich die Sachen halt, also die Sachen zu öffnen und weil, naja, logisch. So, was haben wir hier? Kupfererz nehmen wir ruhig. Malachit auch. Zinn, Eisen. Okay, Iron Sliver nehmen wir nun nicht. Kupferbarren. Oh, wir können Kupferbarren und Malachitbarren direkt nehmen. Nehmen wir ruhig. Wow, da habe ich ja gerade... Ja gut, da werden wir wohl wieder was rausschmeißen von. Pine Logs können wir auch nochmal holen. Einfach damit wir auf der sicheren Seite sind, ehrlich gesagt. So. Dann gucken wir mal. Davon brauchen wir nichts. Pine Crate. Ja, brauchen wir auch nicht. Cotton Bag auch nicht. Jetzt kann man auch Bronzerüstungen holen. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber ist für uns einfach zu spät. Ja, eine feine Bronze Wrench. Jetzt eine Wrench kaufen. Ja, macht voll Sinn. Vor allem bei einer Bronze-Range, da würde ich dann eher eine Pool kaufen, weil die ist einfach weniger, kostet einfach weniger und das interessiert uns einfach so gar nicht. Gut, dann gucke ich erstmal, was ich für alle unsere Statuetten kriege. So. 3202. Ich glaube, da gebe ich wieder ein bisschen was zurück. Die Kupferbarren, die Malachitbarren. Ja, da mache ich da. Dann hole ich mir jetzt nochmal hier ein bisschen was von den Goldcoins dazu, um das auszugleichen. Mal sehen. 10 Stück sind... Die sind 5 wert.
Hä, ich habe die das letzte Mal doch mit 6 gerechnet, oder? Hm. Die sind 5 wert, das macht es eigentlich angenehmer. Das heißt, hier, das sind 12, dann bin ich bei der 3000. Und dann noch 2 mal, 4 mal 10, also 5 und... 2, 5, 52, dann müssten wir bei 3200. Ja, perfekt. So, und hier eine 2, zack. Trade. Okay. Ach, seht ihr, ich könnte mal gleich gucken. Sehe ich hier auch die Arrows? Weil dann kann ich mal die Granit-Arrows auf die Art und Weise verkaufen, einfach damit ich sie losgeworden bin. Wo haben wir sie denn? Granit Hand Axt. Granit Table. Das Problem ist, die haben wahrscheinlich auch keinen Wert. Da haben wir Rüstungen. Bronze Rot, Bronze Speer, das Wool Padding. Das ist alles Rüstungen. Dann müssten. Gucken wir mal hier. Hier sind die Sliver und sowas. Hier ist Table. Hier sind Shirts. Immerhin, hier sind schon mal Shirts. Also gut, aber das ist ja eigentlich wieder Rüstung. Hier ist Schwerter. Hier sind die Bows. Kann sein, dass ich halt die... Ich würde jetzt mal tatsächlich vermuten, dass die... Doch, da. Green Arrows. Die verscherbeln wir jetzt einfach mal. So. Weil wir brauchen einfach diese Ich will die einfach loswerden. Ich will, dass die einfach aus unserem Inventar raus sind. Ja, okay. Machen wir so. Zack. So, ich wüsste jetzt halt sonst nicht, wie ich Materialien vernichten kann, die ich nicht mehr brauche. Keine Ahnung. So, da müssen sie mal fertig werden. Das wäre ganz schön. Und wie gesagt, dann baue ich einfach diesen Trainingsraum halt hier oben hin. Ja, auf die Ecken hier. Dann stehen die halt safe. Und wie gesagt, wie das mit der Entdeckung von denen ist, das müssen wir dann austesten. Wie gesagt, ich möchte die halt nicht zu früh entdecken, weil sonst haben wir halt die Problematik, dass die nicht erst bei der Tür abgefangen werden. Gut, wenn alle Stricke reißen, dann mache ich das so, dass ich hier den Gang einfach nochmal ein bisschen verlängere in die Richtung, sodass die Jungs die Angreifer erst entdecken, wenn die dann halt hier um die Ecke kommen. Das ließe sich ja auch noch machen. Das wäre ja auch noch eine gute Möglichkeit. Ja, also das geht ja auch noch. So. Ja, ansonsten müssen wir jetzt hier natürlich ein bisschen warten. Das dauert natürlich jetzt wieder eine Weile. Was wir machen könnten, um das zu unterstützen, ehrlich gesagt, fällt mir dabei ein. Wir machen hier mal Skeleton. Ah ja, na gut, das prügelt er jetzt gleich ein. Was wir mal machen können, um das zu unterstützen... Ich mache hier mal einen kleinen Stockpile rein. Da werden Steine und zwar Blöcke gelagert. Granitblöcke. Ich mache den Stockpile gleich nochmal ein bisschen größer. So, zack. So, damit sollten da nämlich jetzt gleich Granitblöcke eingelagert werden. Das hat dann den Vorteil, dass die Builder nicht so weit rennen müssen. So, wie sieht's denn hier aus? Welcher ist das? Bäckertok. Bäckertok, sag mir doch bitte, dass du jetzt... Ja, Smelting 40. Hervorragend. Sehr, sehr geil. Das heißt, ich nehme jetzt das hier mal raus, damit jetzt wirklich nur noch der drin landet, der sagt, ein Iron Bar, ein Raw Limestone, eine Kohle, gleich ein Steel Barren. Mega geil. So, zack. Okay, das funktioniert. Das heißt, wir können jetzt den Furnace auch wieder für den anderen mit freigeben. Das heißt, es ist wieder unassigned. Der hier darf wieder arbeiten. Der sollte nur eigentlich... Hä? Der sollte gar keine Stahlbarren herstellen.
Das kann der nämlich eigentlich gar nicht. Also er dürfte den hier machen gerne, wenn er mag. Das kann er gerne machen. Nur das kann er halt eigentlich gar nicht. Von daher relativ unsinnig. Hatte ich dem das etwa auch erlaubt? Oh Gott. Nee, weil der darf jetzt halt nur an den kleinen Materialien. Jetzt wäre es natürlich sinnvoll, die kleinen Materialien dem anderen hier, dem Bäcker-Doc, zu verbieten. Nur das will ich einfach nicht machen. Also das würde mir einfach dann zu viel Zeit kosten unter Umständen. Und das, deswegen will ich das nicht. Haben wir denn jetzt noch Iron überhaupt da? Das war eine gute Frage. Haben wir überhaupt noch Iron Ingots da oder ist jetzt schon alles... Ach Mann, ich klicke immer auf das Falsche. Metal Bar Stockpile. Contents. Wir haben Stahlbarren da, aber wir haben keine Eisenbarren mehr da. Das habe ich befürchtet. Wir haben schon alles in Eisenbarren umgewandelt. Und da müssen wir dann gucken, wie wir das demnächst weitermachen. Denn jetzt heißt es erstmal wieder eine sonnige Verabschiedung von mir. Das war Folge 100. Wird jetzt halt erstmal so weiter fortgesetzt. Ich weiß noch nicht. Ich werde sowieso mal gucken, ein bisschen was Neues vielleicht auch mal mit reinnehmen. Ich muss zugeben, ich habe mit was experimentiert, mit Aufnahmen. Ich weiß noch nicht, ob ich schon. Ich glaube, ich habe noch nicht erwähnt, was es ist. Es klappt immer noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Das wird die Zukunft zeigen. Ja, ich werde dann da wahrscheinlich einfach ein paar Testaufnahmen dann machen. Wenn das dann klappt soweit, werde ich das einfach hochladen. Und dann müsst ihr mir beim nächsten Mal dann... Ja, dann sehe ich ja, ob ihr es guckt und ob ich da Kommentare kriege. Und danach kann ich mich ja dann entsprechend richten. So, jetzt aber... ich werde noch ganz kleine Sachen, werde ich noch was machen. Ich werde hier noch ein bisschen an Eisenrasch... Ja, okay, vier Gnomads. Wir machen an der Stelle das nächste Mal weiter. Eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge, die ich leider jetzt nicht aufnehmen kann, weil ich habe noch ein bisschen was zu erledigen. Und werde die erst morgen aufnehmen können. Ich hoffe, ich erinnere mich noch an alles, was ich machen wollte. Ciao, euer Sunny wünscht euch eine sonnige Verabschiedung. Bye, bye.